Kann ich jetzt? Marco, Bass. Leopold, Trompete. Lukas, Gitarre. Nein. Lukas, Keys. Anne, Saxophon. Till, Schlagzeug. Linus, Gesang. Tim, Gitarre. Nice. Skravolution ist eins von unseren ganz starken Ska-Wortspielen, mit denen man sich zwangsläufig auseinandersetzen muss, wenn man sich unsere Live-Shows oder irgendwas von uns anguckt. Und ja, sie sind unser ganzer Stolz, sie sind besser als unsere Musik sogar, würde ich sagen. Und deswegen machen wir Ska-Wortspiele, wo es immer geht, auf jeden Fall. Darauf bin ich jetzt leider nicht vorbereitet. Ich kann das mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Wir sind ganz viele Menschen, die uns davor nicht gekannt haben und jetzt kennen wir uns über das Internet, ganz am Anfang, und sind immer mehr und weniger geworden. Also wir waren mal 8, dann waren wir 6, jetzt sind wir 7. Und das Ganze hier aufzubereiten, das würde den Rahmen sprengen. Da würde ich jetzt hier dann abbrechen, tatsächlich. Wir suchen eine Posaune. Genau, wenn jemand Posaunist ist oder Posaunistin, darf sich diese Person sehr gerne melden bei Skinny Kirk in Berlin. Richtig, wir haben angefangen, ein Album aufzunehmen. Ganz klassisch unter Corona-Bedingungen haben wir angefangen und wir machen auch weiter, dass einfach jeder bei sich zu Hause was aufnimmt, fernab von irgendwelchen großen Studios, und die wird krass. Die wird richtig krass. Unterschiedlich. Meistens geben wir Geld aus für professionelle Songwriter. Das ist uns auch nicht peinlich so, das ist ja normal. Und dann. Dieter Bohlen abgeschaut übrigens. Ja, richtig. Also wir haben einfach versucht, ein Bandkonzept aufzustellen, was halt so viel Geld wie möglich abwirft. Und da haben wir halt natürlich uns sagen lassen, dass man alles outsourced, was geht. Natürlich auch das Songwriting. Das sind einfach nur zwei Graffiti gewesen, ja, die nebeneinander standen. Also wir wollten eine Band gründen, die Ska macht, und haben sie dann auch gegründet in einem verlassenen Berliner Jugendclub, quasi danach verlassen. Und da waren einfach zwei Graffitis, eins Skinny, eins Kurt. Da gab es auch einen Rolf, den fanden wir nicht so cool. Ja, so klang der, der klang nicht so lustig. Und dann haben wir statt Rolf Metal uns für Skinny Kurt entschieden. Und dann ist die Band, das ist dann wieder eine andere Geschichte, dann ist die Band halt voll vor die Hunde gegangen und dann haben wir eine neue Band und dann haben wir gesagt, der Name war aber nice, den nehmen wir nochmal. Wie kommen wir auf was? Local Heroes. Ja, wir kennen das aber schon sehr lange, ja. Fans. Ich weiß auch nicht, ich glaube, eine Saxophonistin, die uns verlassen hat, schon länger, hat uns letztes Jahr hierhin geschleppt und jetzt sind wir wieder hier, weil ihr das wolltet. Genau, ja. Shoutout. Ska. Das war zu erwarten. Eigentlich genau das, ja. Wir sind Skinny Kurt und wir machen Ska. Ska.